Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück beim Rendite-Mobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung und dem Reselling. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon am ersten Video gemerkt, ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich glaube, ich habe in dem Video gesagt, es ist ja noch nicht November. Mittlerweile, zweiter Teil, tatsächlich haben wir Mitte November. Wir haben jetzt an diesem Wochenende, was ansteht, das ehemalige VIP-Wochenende, jetzt Prestige-Wochenende. Und danach geht es eigentlich auch schon Richtung Black Friday bzw. der Weihnachtszeit. Das heißt, auf der einen Seite so die letzten Möglichkeiten, eventuell noch End-of-Life-Sets zu bekommen, die ja den einen oder anderen Rabatt haben. Wahrscheinlich nicht mehr den höchsten, den man hätte bekommen können, aber nichtsdestotrotz kann die ein oder andere gute Gelegenheit mit dabei sein, hier einzusteigen. Auf der anderen Seite beginnt sozusagen die heiße Phase des Abverkaufs. Also ich habe jetzt über 5 Jahre schon die Erfahrung gesammelt und man muss ganz klar sagen, ich glaube, das leuchtet auch jedem ein. In der Sommerzeit ist eher ruhig, in der Winterzeit ist eher mehr los. Schauen wir mal, wie es jetzt so weitergeht. So langsam tropfen immer wieder stetiger werdend die Käufe rein bei mir. Und ja, spannend wird es dann eben nach Black Friday Richtung Weihnachten und eben danach. In der Regel ist November, Dezember, Januar so die krasseste Zeit, was den Verkauf angeht. Jetzt haben wir natürlich die ein oder andere wirtschaftliche Sorge in der Bevölkerung. Das geht natürlich an niemanden vorbei. Und da müssen wir einfach mal schauen, gerade bei Sachen, die jetzt nicht Mittel des täglichen Bedarfs sind, wie sich die verkaufen werden. Nichtsdestotrotz genug der Molltöne. Zweiter Teil des Videos. Ich habe natürlich zugeschlagen, dementsprechend die Käufe sind. Jetzt lasst mich mal kurz gucken vom 10.10., also jetzt gut einen Monat her. Nichtsdestotrotz wollte ich die euch vorstellen, bevor ich dann sozusagen noch ein Video mache, was wahrscheinlich sogar vor diesem Video kommt, wo es um das Prestige-Wochenende geht, wo es um Black Friday geht, ob und wie man da ja, gute Deals machen kann. Wie immer heißt es natürlich keine Anlage- oder Kaufberatung, sondern es ist nur meine persönliche Meinung und ich zeige euch hier unter anderem, was ich gekauft habe für den Laden und ja, ich habe 8 Sets gekauft. 4 habe ich euch schon vorgestellt. Die anderen 4 sollen jetzt folgen. Und wir beginnen mit dem oder eins von zwei den günstigsten Sets. Ich muss immer so ein bisschen luschern, um zu gucken, wie viel Prozent ich sozusagen die unter UVP bekommen habe. Die Rede ist von einem Set, wo ich dachte, es geht schon im letzten Jahr. End of Life ist da nicht. Ist jetzt dieses Jahr End of Life. Wir haben hier die Rogue One, das Starship von Boba Fett. Ja, mit zwei Figuren, die wesentlich kleinere Variante, die wir ja schon öfter in einer größeren Variante bekommen haben. Ich finde das Set eigentlich ganz gut. Es wurde im Rahmen von The Mandalorian und dann eben der Auskopplung, ich glaube The Book of Boba Fett, sozusagen redesigned bei Lego rausgebracht. Keine irgendwie 20 Jahre Edition oder sonst was. Nichtsdestotrotz, ich finde ein sehr schönes Set, ein sehr wertiges Set. 49,99 kostet es und ich habe darauf einen Abschlag von 7, naja, knapp 38% gehabt. Das heißt also, ich habe knapp 30, ein bisschen über 30 Euro, 31 Euro, um genau zu sein, bezahlt und aus meiner Sicht eben ganz guter Deal. Kommen wir zu dem zweiten Set und ja, wir bewegen uns weiter bei 49,99 und jetzt sieht man immer so ein bisschen, was man für sein Geld bekommt. Die Rede ist von dem Krankenhausflügel von Hogwarts. Das ist ja sozusagen die modulare Bauweise, die zweite Version. Wir haben ja noch den Astronomieturm, der auf Grundlage des ersten Moduls war sozusagen und noch wahrscheinlich bleibt. Müssen wir mal gucken. Und hier ist sozusagen ein Teil des zweiten Hogwarts-Schlosses. Ja, der Flügel mit 4 Figuren, auch 49,99 normalerweise. Und auch hier habe ich einen Rabatt von 37% drauf gehabt, was dann eben dementsprechend auch dem Preis entspricht von in etwa, ja,
31 € und für mich ganz gut. Und diese Collectible Wizards Cards sind auch zwei mit drin. Finde ich ganz nett. Ja, das zu dem zweiten Set. Und ich muss mal ganz kurz hier klicken, damit ich hier nicht in der Zeile verrutsche. Genau, und weil es so schön ist, kommen wir zu dem dritten Set, was bei 49,99 ist. Eigentlich ja immer so die Minimumanforderung bei mir. Also 40, 50 € sollte schon bringen, weil ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass so eine Sets dann irgendwann für 80, 90 € auf dem Markt sind. Aber wenn man die eben für 30 bekommt, um die 30 und die dann für 50 verkaufen kann, ist es ein ganz netter Deal, wie ich finde. Und ja, damit das dritte Set und tatsächlich in meinem Laden das einzige Set, was dann aus der Technikreihe ist. Ich tue mich ja mit dieser Serie sehr schwer. Es sind manchmal sehr große Sets dabei, die, wo ich finde, dass die Preis-Leistung überhaupt nicht stimmt, wo dann praktisch ein Unternehmen sozusagen den Namen hergibt, also Lizenzmodell, was dann auch nochmal den Preis hochtreibt und dann ist da kaum Technik dabei, finde ich immer nicht so gut. Hier sieht es ganz anders aus. Zugegebenermaßen ist nicht so viel Technik dabei, aber wir haben hier den Jeep Wrangler mit dem Rubicon hier drauf in der gelben Farbe. Hinten könnt ihr sehen, ja, man kann hier ein bisschen was drehen und man hat hier eben die Abschleppseilwinde oder die Ziehwinde, wie auch immer, oder sich um hochzuziehen. Und eben die, ja, Räder, die sehr geländetauglich sind, sage ich mal. Und dieses Set, wie gesagt, normalerweise bei 50 € und auch hier habe ich einen Rabatt von knapp 37% bekommen. Tatsächlich da ein bisschen weniger, dementsprechend ein paar Cent drüber, 31, 53, wenn ihr jetzt ganz versessen drauf seid, welche Preise sozusagen ich da bezahlt habe. Und damit kommen wir zum letzten Set und zu einem Set, was tatsächlich nicht End of Life geht, ganz oft aufgelegt wird und schon sehr, sehr lange im Handel ist und im Prinzip kommt danach gleich wieder eine neue Version. Nichtsdestotrotz habe ich mich entschlossen, dieses Set zu kaufen. Warum? Die Rede ist von einem Star Wars Set, denn wir haben hier den Millennium Falcon in der Version mit ja, der, also wie man sieht, da ist Lando dabei, aber Lando in ja, etwas gealtert und dementsprechend, wir haben hier Finn dabei. Damit wisst ihr spätestens da, dass es sich um den Millennium Falcon der neueren drei Filme handelt bei Star Wars. Ja, das Set wird immer wieder aufgelegt, ist aber auch sehr, sehr lange im Handel. Ich glaube, das Set ist mittlerweile 5 Jahre, 4, 5 Jahre im Handel. So schnell vergeht die Zeit. Ja, und das Set kostet 169,99 und das habe ich bekommen mit einem Rabatt von 43%. Das heißt unter 100 €, ganz genau genommen 95,70, mal nachgeguckt. Und dafür, ich will nicht sagen, kann man nichts falsch machen. Problem ist natürlich immer, totes Geld ist auch blöd. Aber für mich war es ein ganz guter Deal. Es ist ein sehr beliebtes Set, hat einen ordentlichen Preis. Und ja, hier bin ich dann auch nicht böse, wenn ich es mal so verkaufen kann. Gerade in andere Länder, in der Winterzeit, zu Weihnachten vielleicht dann irgendwie mit einem nicht ganz so hohen Aufschlag, vielleicht 130 €, 30% obendrauf. Auch das fein für mich. Ja, und deshalb habe ich da ein bisschen zugeschlagen, aber auch nicht so viele geholt. Bei den anderen habe ich ein bisschen mehr geholt. Und das soll es gewesen sein mit diesem Video und meinem Haul. Und ja, das nächste Video, was wahrscheinlich vor diesem Video kommt, wird das dann alles rund um Black Friday gehen. Und das wird dann eben wahrscheinlich dann auch so der Zeitpunkt sein, wo ich so die letzten Einkäufe tätige in diesem Jahr und danach geht es dann ans Abverkaufen. Bin ich nicht ganz böse drum. Es war schon ein bisschen anstrengend, die ganze Ware von Berlin hierher zu bringen, wo ich wahrscheinlich ja nur vorübergehend sein werde, aber ich wollte jetzt auch den Handel nicht unterbrechen. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Falls euch das interessiert, kann ich darauf auch gerne nochmal eingehen. Es wird aber so sein, dass ja, wie gesagt, das nur eine vorübergehende ist. Dementsprechend ist es jetzt gerade so, dass alles ein bisschen kreuz und quer liegt.
Und noch nicht mal alle Sets da sind. Ja, aber schauen wir mal. Und ja, ich wünsche euch sonst einen schönen Tag. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, euer Markus. Ciao.